diese Richtung, also geht mir, lass mich in Ruhe. Ich laufe einfach mal so in die Falle. In die Falle. Ja. Muss der Eingang genau dort sein, wo ich Fleisch. Die Fleischschamanen wurden aus dem Blut der Hexe Adria erschaffen. Aus diesem Grund können die Schamanen wie Adria auch Magie einsetzen, die die Macht von Blut und Feuer kanalisiert. Glücklicherweise hat Adria nur eine begrenzte Menge an Blut zur Verfügung. Und auch das nicht mehr lange. Ich hatte eigentlich vor, die uralten Ruinen außerhalb Westmarks zu erkunden. Jedoch fiel mir dann auf, dass es dort von diesen grässlichen Skarabäen nur so wimmelt. Natürlich fürchte ich mich nicht vor diesen Biestern, aber sie kosten mich einfach viel zu viel Zeit. Und ich bin doch weit und breit für meine Effizienz bekannt, nicht wahr? Warum, denkt ihr, legten die Nephalem so viel Wert auf Verschwiegenheit? Kann mich aufhalten. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem, mit anderen Worten Götter, und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten verschollen sind. Der Graf wartet! Wagt es, mich anzugreifen? Was ist denn los? Da ist Dreck. Das Faust mit dir! 200 Leute um eine Vorschlacht kämpfen. Diese Golems hat Adria aus den Blutmarschen geschaffen. Ihre Körper wurden aus den Wassern und der Erde des Marschlands selbst geformt. Das Leben wurde ihnen mit dem Gift der Kreaturen dort eingehaucht. In ihnen schwelt eine grüne Pest, die aus ihrer Haut zu platzen droht. Schon wieder so. Warum sind hier überall so viele Knochen? Sind sie die Überreste der Nephalem oder von etwas anderem? Eure Verteidigung ist nutzlos. Was wollte ich jetzt sagen? Gerade erst auf! Ja,
unzerstörbares Piratenschwert der Bösartigkeit. Das nehme ich mit. Töte 100 Gegner, indem ihr die Umgebung nutzt. Okay. Richtig viel Schaden kommt dazu. Also wenn ich mal eine Einhand-Ding habe, kann ich ja den Stab, die Kugel verwenden. Aber es wird zwar wahrscheinlich nicht so sein, weil Zweihandwaffen natürlich viel stärker sind. Die wurden ja gebufft beim Patch. Eure Verteidigung ist nutzlos. Lorat, von hier an gehe ich alleine weiter. Wir sprechen uns, wenn es vollbracht ist. Ihr werdet sie töten, nicht wahr? Ich weiß, was ich zu tun habe. Wir zählen alle auf euch. Fühlt sich nicht gerade begeistert. Wir müssen aber ihn sie töten. Habt ihr das gesehen? Ist jetzt die Frosten umgeschneidet worden? Das wäre... Wie fühlt sich das an? Ihr wagt es, mich anzugreifen? Ja, es reicht langsam mit dem Spruch. Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Also zäh, nicht machtvoll, zäh. Kann man nicht schneller laufen? Sprint-Taste, wo bist du? Das Teleport nicht nützlich ist. Das würde ich jetzt hier überall. Dann spuckst du ein Item aus. Vor allem ein Unique brauche ich mal wieder. Also ein Legendary. Hier hast du ja noch was. Nimm's. Euer Grab wartet! So, ey, was ist denn das? So, das ist mir übrigens so gut. Okay.
Die Nephalem waren keine Götter, sondern unsere eigenen Vorfahren, denen ein langes Leben, Magie und Fähigkeiten beschieden waren, die unsere heutigen bei weitem übertreffen. Dennoch waren sie sterblich. Ob diese Schriften den Schlüssel zu ihrer Macht enthalten? Das errichtet das hier so. Das dachte ich schon, hier ist der. Ist der vielleicht hier? Habt ihr das gesehen? Diese Gegner strahlen seltsame Magie aus. Ich habe nicht genug Arkankraft. Wie fühlt sich das an? Unglaublich, wie gut ich bin. Verteidigung ist nutzlos. Ich werde noch mächtiger. Ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Nicht mehr tragen. Ich kehre in die Stadt zurück. In Ordnung.
Wir gegen ihn. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Dieses leuchtende Schwert sieht ziemlich scharf aus. Unglaublich, wie gut ich bin. Reichtümer warten auf uns. Diese Shots. Haben die Gegner selber noch mehr gedroppt. So, es ist alles fertig. Ich brauche mehr Arkankraft. Skrupellose Hüter. Ab unten durch. Ich kann spüren, wie Adrias Verderbnis förmlich zwischen diesen Steinen hervorquillt. Eure Verteidigung ist nutzlos. Wir nehmen mal die große Hydra, die Mammuthydra. Testen die mal aus. Unglaublich, wie gut ich bin. Sehr schön. Ah, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Ist die hässlich.
Waffen sind nicht von Bedeutung. Wir sind die Herren unseres Schicksals. Doch das muss euch nicht weiter kümmern. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid diejenige, die ihn befreit hat. Niemals. Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Nicht rechtzeitig, um euch zu retten. Ich brauche Arkankraft. Tanzt für mich. Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Alle Mandelchen. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael, also muss er dort sein. Aha, okay. Endlich kommen wir wieder zurück in die Festung des Wahnsinns. Oh, liebt dich das bei Diablo 2? Also, ich kehre in die Stadt zurück. Ich habe herausgefunden, dass Maltael in den Ebenen des Wahnsinns ist. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Easy. Er versteckt sich und wartet. Er hofft, dass er selbst für mich zu mächtig wird, wenn er uns nur lang genug aufhält. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Okay. Ja, was dann dort passiert, das seht ihr in den nächsten Parts. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja relativ noch actionreich im Schluss. Und die Art der war nicht schlecht. Sie war nur ein bisschen zäh, dann habe ich heruntergestuft. Aber ich werde das Spiel jetzt ein bisschen stärker machen. Ich werde wahrscheinlich auf Expert jetzt spielen. Und ja, wie wir uns dann schlagen, ob es uns zu schwer wird oder ob es noch gut geht, das erfahrt ihr dann im nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.